It go boom, boom, bap, yeah, we got it like that. Kick drum, get your whole body go crack. Let the baseline move, take you off of the map. We rock crowds every time we do that. Herzlich willkommen hier aus Hockenheim vom DTM-Finale 2019. Ich habe hier einen ganz besonderen Gast bei mir heute, den Gründer der MGmbH, den Herrn Jochen Erpasch. Unbestechliche Zeugen unermüdlicher technischer Weiterentwicklung und eines immer besseren Zusammenwirkens von Mensch und Maschine. Freut mich sehr, danke, dass Sie die Zeit nehmen für uns. Was empfinden Sie, wenn Sie so wie heute sehen, wie die Autos von damals noch performen und funktionieren und wenn die Leute so viel Emotion versprühen wie da heute? Was empfindet man? Also für mich ist es ein wunderbares Erlebnis, das zu sehen. Es ist immerhin schon 50 Jahre her. Das waren die Anfänge der Motorsport GmbH. Zu sehen, dass diese Autos heute noch so populär sind, finde ich fantastisch. Das ist faszinierend, ja, muss ich auch sagen. Wie ist es zur MGmbH eigentlich gekommen? Was war da der Ursprung? In den 70er Jahren war der Motorsport bei BMW delegiert an die Tuner. Ja. Die Tuner, die waren untereinander selbstständig, haben die Autos selber entwickelt, waren aber die größten Konkurrenten untereinander, mit dem Ergebnis, dass sie geschlagen wurden von den Ford Capris. Okay. Und das konnte man in München nicht auf sich sitzen lassen. Und das war eigentlich der Grund, weshalb dann die Motorsport GmbH gegründet wurde, wo der Motorsport konzentriert in einer eigenen Gesellschaft zusammengefasst wurde. Und man hat bewusst diese Gesellschaft separat angesiedelt, um auch sie in Ruhe arbeiten zu lassen, nehme ich an? Ja, um eine größere Flexibilität zu haben. Denn Sie wissen, in großen Konzernen, da darf man keine Überstunden machen. In kleinen Gesellschaften ist das einfacher zu machen. Das war eigentlich der Grund. Aber es war auch ein Grund, wir wollten nicht nur Motorsport betreiben, sondern wollten auch den Motorsport nutzen, um daraus Serienprodukte, also High-Performance-Produkte zu entwickeln. Also von Anfang an eine eigene Gesellschaft, die nicht nur Rennsport macht, sondern auch den High-Performance-Sektor bedient und damit auch Geld verdient, was man wiederum im Motorsport investieren konnte. Ja, ich muss auch sagen, also diese Heritage, diese Vergangenheit, die wir haben, die sonst eigentlich niemand bieten kann, ist total zeitlos. Wir merken es ja so wie hier, dass die Leute fast mehr Interesse haben an den historischen Fahrzeugen, wie an aktuellen Renngeschehen. Und wir schauen natürlich auch, dass wir genau diesen Transfer, diesen Motorsport auf Serienfahrzeug, diesen Spirit-Transfer, diesen Charakter-Transfer, dass wir ihn auch weiterhin hinkriegen. Weil ich glaube, und ich bin überzeugt davon, dass das eigentlich die ureigene Stärke von BMW ist. Das glaube ich auch. Wir haben bei BMW übrigens damals nicht nur die Technik im Auge gehabt, sondern auch den Menschen. Also wir haben das System Mensch-Maschine gefördert. Denn das beste Rennauto nutzt nichts, wenn der Fahrer nicht gut ist. Und zu den Zeiten, vor 40, 50 Jahren, da gab es noch keine Physiotherapeuten. Da war der Fahrer noch völlig auf sich alleine gestellt. Und wir waren damals die Ersten, die angefangen haben, mit den Fahrern selber Training zu trainieren. Und deshalb haben wir damals auch das Junior-Team gegründet. Das ist das Auto, das da hinter uns steht. Ich muss sagen, ich bin das Auto heute gefahren. Es ist unfassbar, wie gut das funktioniert. Ja. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass das, wenn es einmal warm ist, dass man mit dem so auf Höhe der Zeit eigentlich fahren kann. Das ist beeindruckend. Das Ding fordert einen, aber überfordert einen nicht. Ist zwar unglaublich laut, also auf Dauer, glaube ich, wird mein Gehör leiden, aber von der Präzision, von dem, wie sich man das Auto bewegen kann, ist absolut faszinierend. Das war ja damals für uns auch eine Art Baukastensystem. Wir hatten in der Formel 2 sehr viel Erfolg. Das ist der Formel 2 Motor, der jetzt hier drin ist. Den haben wir auch im Tourenwagen verwendet. Ja, ganz großes Kino. Ich durfte ja auch am Norrisring den M1 Pro Car fahren. Das war zu dem Zeitpunkt das Saisonhighlight für mich, wenn das heute nicht gewesen wäre. Ich muss sagen, auch dieses Auto unglaublich und auch so wie es die Klassik das dahingestellt hat, schon mit zeitgemäßen Reifen, ist klar, das Material ist anders, aber auch dieses Fahrzeug total beherrschbar, bei all seiner Dynamik hat er nicht überfordert. Wie kommt es dazu? War das ein Entwicklungsziel bei dem Auto damals? Ja klar, wir haben damals mit dem CSL ein sehr gutes Tourenwagen, einen sehr guten Tourenwagen gehabt, der auch alle Meisterschaften gewonnen hat. Aber wenn man ein Serienauto als Ausgangsprodukt für ein Rennauto nimmt, dann muss man natürlich sehr viel entwickeln, sehr viel nacharbeiten. Und wir haben uns mit dem M1 zum Ziel gesetzt, ein Rennauto zu bauen, was Straßenzulassung hat. Und damit war der Unterschied vom Ursprungsauto zum Rennauto natürlich relativ gering. Es kostete damals ein Serien-M1 an der Straßenausführung 100.000 D-Mark. Und der Procar, so wie er in der Procar-Serie eingesetzt wurde, als Gruppe 4-Version, hat 150.000 D-Mark damals gekostet. Im Vergleich, dieses Auto hat 450.000 oder 500.000 D-Mark. Das heißt, dass der M1 war gedacht als
Sportwagen für die Breite, für den Kundensport. Und natürlich auch für den Werksport. Faszinierende Idee. Ich finde auch, dass damals dieses Zusammenspiel mit der Formel 1, also können Sie vielleicht heute nicht mehr alle daran erinnern, aber ich weiß noch, für mich war das absolut das Größte. Und ich habe mir damals schon gedacht, dass die Jungs von BMW, die machen es richtig. Also so eine Plattform da auch zu kreieren, wo dann Formel 1-Fahrer sich dran reißen, dass sie ins Auto rein dürfen, das wäre heute unvorstellbar. Nicht schlecht, dann machen wir gleich weiter. Aber wenn Sie mit so vielen tollen Autos zu tun gehabt haben, müssen Sie heute eine riesen Sammlung haben, oder? Ich stelle mir das vor, schwerreich. Schwerreich, ich wäre schwerreich, wenn ich die Autos alle behalten hätte. Aber ich habe leider nur ein Auto in der Garage. Das ist ein X3 M40D. Schönes Auto. Macht Spaß, ja, als Alltagsauto. Macht Spaß. Aber ich finde es ganz toll, dass die heutige Motorsport, die heutige MGmbH, einen Rennfahrer zum Chef hat. Ja, ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe. Und für mich ist es natürlich die schönste Nebensache in dem Job, diese Autos auch zu bewegen. Und die Zusammenarbeit mit der Klassik funktioniert top. Also die sind ja auch froh, wenn wir ihre Autos einsetzen. Und für mich ist das halt jedes Mal ein Highlight. Ja, ist schön. Also, Herr Tosch, vielen Dank. Danke.